zu gehen, wo Angst ist und auch Zweifel hilft es, die Schultern eines anderen zu spüren. Ich leg mein Wort in euer Ohr und ich wünschte mir, dass es Teil von euch selbst wird. Ich leg mein Wort in euer Ohr und ich wünschte mir, dass es euch zum Leben anregt. Bei dem Song habe ich Diskussionsbedarf. Okay, wo? Ich finde, das ist für mich so ein bisschen Frankenstein, dieser Song. Und zwar, diese Teile passen gut zusammen hier, ne? Heut zum Leben anregt. Also, dass diese. Für mich, das heut zum Leben anregt. Alles zu Ende. Aber es ist sehr düster. Ein düsteres Lied. Obwohl es inhaltlich nicht düster ist. Nee, ist es auch nicht eigentlich. Und dann hörst du hier. Ich wär gern euer Gast, sich zu begegnen, sich zu erleben. Also ein ganz anderes Feeling. Ja. Ganz anderes Ding. So, es ist so, als wenn du zwei Songs aus denen gemacht hast. Okay. Dann. Schultern eines anderen zu spüren. Sie zu verstehen, die Zeit, in der wir leben, kostet mich Kraft. Also wir den Teil, die Strophe. Ja. Sich zu begegnen. Wieder Chorus. Also ich finde, das Chorus und Strophe aufgrund der unterschiedlichen Taktart. Das eine ist ja. Genau. Das andere ist. 1, 2, 3. Weißt du, was ich bei dem glaube? Ich glaube, dass der gut ist. Ich glaube, da gehört muss was zu. Ich glaube, da muss eine Band irgendwas dazu. Wenn ich den jetzt, ja, so höre, wenn ich den jetzt so höre, hast du recht. Das ist also, für mich ist halt so, für mich ist alles jetzt total neu. Hm. Ich höre die Dinge zum ersten Mal, denke mir, hui. Hm. Also, ich finde es cool, ich finde die Brüche auch cool. Das Problem bei der ganzen Sache ist, das zieht sich jetzt durch die ganze Platte. Also ich habe sehr viele Brüche drin. Ich weiß nicht, warum das diesmal so ist. Ja, ja. Hier könnte mehr rein. Ich glaube, was verbindende Elemente. Ja, wir müssen gucken, dass wir aus diesem Teil. Welches ist das? Boah, diese Top-Tuner einmal. Rhythmisch in. Ja, wie wir in den Chorus gehen. Du ich wär gern euer Gast. Sich zu begehren. Ist das nicht rund? Nee. Okay. Ich glaube, du hast keine Ahnung. Ich mache das auch noch nicht so lang. Ich weiß. Aber du, ich greife Anfänger gern unter die Arme. Das ist schön von dir. Das hilft auch jedes. Das bestärkt mich auch.
Witzigerweise passt es einigermaßen, aber ich finde es nicht rund. Es ist einfach nicht rund gespielt. Das ist nicht. Ich finde, es ist fast ein C-Part. Dieser... Als wenn du den Song nochmal einmal mit allem brichst und dann den C-Part so ausklingen lässt und dann... Am Ende. Oder dann, genau, so ein Endpart oder so. Aber nachdem du in diesen... Das Ende ist ja... Wieso bleibst du denn nicht rhythmisch eigentlich gleich? Warum machst du nicht... gar keine Pause machen, dass man länger. Wie geht denn der Chorus nochmal von der Musik, von den Text? Sich zu begegnen, sich zu überleben. Aber das finde ich gar nicht schlecht. Und dann würde ich die Bridge auch gar nicht in Achteln spielen mit den ganzen Ratten, sondern würde ich ein Mittelding machen. Weil dann. Was ist für dich die Bridge? Die Strophe, entschuldige bitte. Diese. Die. Okay, dann also. Wie würdest du die spielen? Schnell. Ich werde ein bisschen langsamer. Langsamer? Ich leg mein Wort in euer Ohr und ich wünschte mir, dass es Teil von euch selbst wird. Ich leg mein Wort in euer Ohr und ich wünsche mir, dass es euch zum Leben anregt. Alles zu ändern liegt nicht in meiner Kraft, doch euch zu bewegen. Kann den Stein nicht rollen, den kein Einzelner schafft, doch die Gemeinschaft bewegen, sich zu erheben. Kann der Tropfen sein, der die Welle erschafft, sie vor euch legen, meine Lebenspläne. Kann der Mut sein, der Schritt zur Tat, vielleicht ein Segen oder Träger der Last. Gebt mir die Chance einzutreten, ich wär gern euer Gast, wär gern euer Gast. Sich zu begegnen, sich zu erleben, heißt auch ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen. Wo Angst ist und auch Zweifel hilft es, die Schultern eines anderen zu spüren. Ist das gut? Ich bin heute dann blind, jetzt glaube ich auf dem Auge. Ich auch. Es ist zumindest so möglich. Und was? Es gibt zwei Sachen, was es besser macht. Der ganze Inhalt, man hört dir die ganze Zeit inhaltlich zu. Das Geschichtenerzählen. Das höre ich auch. Also ich habe vorhin, als ich das aufgenommen habe, genau dasselbe Gefühl wie du. Also jetzt nicht wortwörtlich, aber habe gemerkt, es ist zu lahm. Genau. Man hat gar nicht dir zugehört. Jetzt ist es so, man klebt an deinen Lippen, wenn du den Text, du hast erstmal den Text verstanden.
Einzige, was ich noch als Problem empfinde, ist, dass dieser Chorus, dass der nicht so richtig als Chorus aufgeht. Man fällt fast dieses. Zweimal. Kommst du da so hoch? Ja. Weil es. Yeah. Weil es. Nee. Nicht zu begegnen. Gemeinsam zu gehen. Sich zu begegnen. Ich hab den eher tief, ich hätte den anderen wahrscheinlich eher hoch. Genau. Dreh es gerade mal um. Das kommt. Nee, es geht auch nicht. Alles zu ändern liegt nicht in meiner Kraft, doch euch zu bewegen. Was dieser Teil, ne? Das wird dein Middle Eight Part, also die C-Part. Okay. Ich verstehe immer nur Spanisch. Ja, und ich würde gerne nach diesem Part. Wie wir von vorne anfangen heute. Da würde ich gerne wieder. Man in den Ohr.